Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Heute macht erneut Cora Schumacher Schlagzeilen. Aktuell im Hotel ehemals Versace, jetzt Imperial. Das Hotel wurde letztes Jahr umgenannt. Scheinen wohl auch erneute Dschungelcamp-Skandale zu geschehen. So hat die Bild erfahren, mutmaßlich, dass Cora Schumacher wohl ihre Begleitung nach Hause schicken will, aufgrund von einer Intrige gegen sie. Höchst dramatisch. Ich habe für euch einen Artikel eingefangen, der sich damit beschäftigt hat. Ich habe ein Statement von Cora Schumacher. Hup, ich habe den Katzenreporter anscheinend. Und wir gucken auch noch mal rein, was Sonja und Jan so nach der Hälfte des Dschungels zu sagen haben als Einschätzung. All das heute in diesem Video dürfte höchst interessant werden. Sehr viel Drama, sehr viel Skandale. Es wurde rumgetanjert, aber so richtig, oder? Ja, der Katzenreporter ist auch der Meinung, es wurde rumgetaniert. Und meine Lieben, ich möchte mich bei euch bedanken. Wir haben es gestern geschafft. 26.500 Abonnenten. Vielen herzlichen Dank für euren megamäßigen Support. Luki sagt auch Danke. Und ich würde sagen, ich quatsche jetzt gar nicht mehr lange und wir gehen direkt in die Schlagzeile rein. Denn die Bild möchte erfahren haben, dass Cora Schumacher, es wird wieder geschmust heute, dass Cora Schumacher Zoff im Luxushotel hat. Ich kann euch die Originalschlagzeile wieder nicht zeigen, weil es ein Bezahlartikel ist. Deswegen suchen wir uns Hilfe bei T-Online. Du lenkst mich heute aber wirklich ein bisschen ab. Suchen wir uns Hilfe bei T-Online. Die haben den Artikel aufgegriffen und das einfach alles ein bisschen beschrieben. So, willst du noch schnell auf dem Schoß? Komm, ab geht die Fahrt. Zack, einmal rüber. Fein. So, haben wir auch erledigt. Gut, oh, ich trage heute Katze. Gut. Das ist der Artikel. Cora Schumacher hat Zoff im Luxushotel. Vor über einer Woche hat Cora Schumacher das Dschungelcamp verlassen. Seither verbringt sie ihre Zeit im Luxushotel. Dort soll es einen Streit gegeben haben. Zwischen Cora Schumacher, die Ich bin ein Star, holt mich hier raus an Tag 3 freiwillig verlassen hatte, und ihrer Begleitperson Jörg Kunze soll es gekracht haben. Laut Bild fühle sich die 47-Jährige von ihrem Freund vernachlässigt. Dies habe das Blatt aus Produktionskreisen erfahren. Hier sehen wir Jörg Kunze, das war der Herr, der sie begleitet hat. Seit ihrem Auszug aus dem Dschungel ist Cora Schumacher im Luxushotel Imperial, einst bekannt als Hotel Versace, untergebracht. Dort verbringen auch die Begleitpersonen der Camperinnen und Camper ihre Zeit. Jörg Kunze soll das Ambiente aber eher mit anderen Begleitungen als mit seiner Freundin Cora Schumacher genießen und dem Bericht zufolge fiese Behauptungen über sie gestreut haben. Zitat Ende. Eieiei, ich höre die Katzen kotzen und riech die Katzen kiffen. Was ist denn da los? Was ist denn da los? War Tanja etwa unterwegs? Sie wissen, dass aktuell Tanja nicht vor Ort ist. Aktuell ist sie jemand anderes vor Ort. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich glaube, irgendwas mit John, der ist aktuell vor Ort. Und ja, ich kenne das schon, so diese aus den Finger gesogenen Schlagzeilen, oder? Man versucht irgendwie ein Drama zu erzeugen. Aber hier könnte sogar was dran sein. Ich zeige euch gleich noch ein Statement von Cora Schumacher selbst. Alles höchst dramatisch. Auf seinem Instagram-Profil hat er sich zuletzt gar nicht mehr mit Schumacher gezeigt. Auch auf ihrer Seite findet er nicht mehr statt. Und nicht nur das, Kunze und Schumacher scheinen einander auf der Social-Media-Plattform nicht einmal mehr zu folgen. Oh, wir haben hier kurz eine Umfrage, das machen wir gleich mal. Keine Reaktion der Beteiligten. Schumacher und Kunze wollten sich zu den Gerüchten laut Bild nicht äußern. Anders als es sonst oft bei Medienberichten der Fall ist, gibt es von ihr darauf keine Reaktion auf Instagram. Doch die Zeitung will erfahren haben, dass sich die Ex-Frau des früheren Formel-1-Stars Ralf Schumacher sogar an die Produktion gewandt haben soll, mit der Bitte, dass RTL ihren Begleiter schon früher zurück nach Hause schickt. Dazu zitiert Bild eine Sendersprecherin: Wir haben das zur Kenntnis genommen. Ob RTL Schritte eingeleitet hat und ob es dazu überhaupt kommen wird, ist nicht bekannt. Zitat Ende. Und letztendlich spiegelt dieser Artikel genau das wider, was in der Bild steht. Von daher konnte ich euch den so entspannt empfehlen. Ja, also es scheint wohl großen Streit zu geben mit Jörg Kunze und Cora Schumacher. Was da so die Hintergründe sind, erschließt sich mir nicht so ganz. Aber wir machen einmal ganz kurz hier diese Umfrage. Wer ist aktuell Ihr Favorit auf die Krone? Und da würde ich jetzt mal Fabio anklicken und schaut einmal an.
Lucy 29,5%. Lucy 29,5%, Fabio Kniet 27% und ansonsten 24 Tim nur 8,8%, David Odonkor 10%, okay, der ist rausgeflogen, Kim 2%, Heinz 6%, Felix 4%, Leila 6% und Mike 4%. Das sind ja krass Umfragewerte. Das mal so ganz kurz zur Einschätzung. Dann hat Cora Schumacher dieses Bild jetzt aber gestern gepostet. Ihr seht ihr hier, vor 9 Stunden mit Jörg Kunze zusammen und sie schreibt, Zitat: Ihr Lieben, es wird viel geredet und geschrieben, die Gerüchteküche brodelt, wir hatten und haben hier emotionale und turbulente Tage, keine Frage. Natürlich kommt es da auch mal zu Diskussionen. Das ist total normal in so einer Ausnahmesituation, in der wir uns alle derzeit in Down Under befinden. Auch zwischen Jörg und mir. Ich denke, wir zwei brauchen gerade einfach etwas emotionalen Abstand und ich denke, dass es uns beiden gut tut. Ich für meinen Teil werde mich nicht weiter dazu äußern. Jörg hat mich während meiner Abwesenheit im Dschungel gut vertreten und gut unterstützt und ich bin ihm dankbar dafür. Mehr möchte ich dazu aktuell nicht sagen und würde die Angelegenheit gerne privat mit Jörg zu Hause klären. Liebe geht raus, please don't hate. Zitat Ende. Ansonsten haben wir hier noch ein paar Hashtags: Love, No Hate, Friend, Friendship, Friendship Goals. Ja, also es scheint dann wirklich so zu sein, dass da etwas dran ist. Also, so sehe ich das, ne? Wenn sie sich jetzt so äußert, dann hört sich das schon danach an, dass es Differenzen gibt. Es gab schon mal Differenzen, Gerüchte, das ist jetzt einige Tage her, ich würde so sagen 3, 4. Da gab es tatsächlich noch eine Story von Cora Schumacher, wo sie das alles zusammen mit Jörg verneint hat. Scheint sich dann wohl heftiger entwickelt zu haben. Ob ihre Begleitung jetzt wirklich gelästert hat oder so, das kann ich nicht beurteilen. Aber für mich ist das schon. Ist das schon jetzt erstmal ein Indiz, dass da wohl etwas nicht stimmt, meine Lieben. Aber ich habe euch doch was anderes vorbereitet. Ich dachte mir, nachdem wir uns diesen turbulenten Einblick uns einmal angeschaut haben, reisen wir direkt nochmal in den Dschungel und schauen uns mal von Jan Köppen und Sonja Zietlow eine Halbzeiteinschätzung an. Gerade jetzt nach dem Auszug von Ania, wie sie zu all diesem stehen, meine Lieben. Ich schalte nochmal rüber aufs Tablet und wir schauen mal rein, was haben Jan und Sonja zu sagen. Feuer frei. Nia ist raus, überraschend oder nachvollziehbare Entscheidung? Voll überraschend! Hätte keiner mit gerechnet. Nein, leider, ja, sie war nicht so präsent. Sie ist ja eh eine sehr stille. Gerade hat sie mich dann so ein bisschen angeguckt wie so ein angeschossenes Reh. Das hat mir ein bisschen leid getan. Mami war übrigens gar kein Reh, sondern Hirsch. Oh, Spoiler. Entschuldigung an alle, die diesen Film noch sehen wollten. ja, also tut einem ein bisschen leid, aber so ist halt auch das Spiel. Und sie war halt einfach, ja, sehr still die letzten Tage. Naja, und sagen wir mal so, also sie hat sich eigentlich mehr Gedanken darüber gemacht, wie sie wohl bei den Zuschauern ankommt und so weiter, anstatt einfach mal da das Leben zu genießen. Das fand ich so ein bisschen schade. Immer nur dieses Brandings. Aber sie ist natürlich auch noch sehr jung und sie hat noch das ganze Leben vor sich. Und die ganzen anderen Reality-Formate. Aber Sonja hat schon recht, was sie da sagt, ne? Das ist, hat Sonja sehr gut erkannt bei Anja, dass es wirklich bei ihr darum ging, wie kann sie möglichst gut vor der Kamera performen und Sendezeit erhaschen, anstatt einfach wirklich mal so zu sein, wie sie ist. Hat Sonja sehr, sehr gut beschrieben, dass sie tatsächlich vermutet, dass Anja noch ein anderes Sendeformat bekommt. Das lässt mich gerade aufhorchen. Das stimmt. Jetzt sind es ja nur noch 9. Ja. Glaubt ihr, so diese ganze Gruppendynamik wird sich jetzt verändern? Durch den Weggang von Ania? Von allen dreien jetzt. Weniger wahrscheinlich. Aber natürlich merken jetzt seit gestern halt auch alle, dass das jetzt passiert, dass jemand ausziehen muss, jeden Tag. Und du merkst bei denen jetzt teilweise zumindest, dass sie, glaube ich, anders anfangen zu denken. Vielleicht noch. Habt ihr auch den Eindruck, dass Sonja sie echt nicht so leiden konnte? Also bei Sonja ist das ja wirklich so, dass man bei ihr so eine gewisse Befangenheit, eine sympathische Befangenheit schon merkt, dass sie den einen oder anderen Camper mehr mag als den anderen und das lässt sie manchmal raushängen. Aber hier bei Ania ist ja schon übel, wie sie schon zeigt, dass sie mit ihr nicht so einverstanden war. Mal Geschichten auspacken wollen oder vielleicht sich doch wieder anders in den Mittelpunkt. Also ich glaube, das Taktieren wird jetzt ein bisschen mehr. Das Easy Life ist vorbei. Ich persönlich glaube, wenn Kim raus wäre, würde sich sehr viel verändern. Weil ich habe irgendwie so das Gefühl, dass sich manche Menschen einfach nicht so entfalten können und ihre Quality Time genießen können, die sie da drin haben, weil Kim die irgendwie entweder wegnimmt oder eben sie nicht lässt. Und ehrlich gesagt, ich als Zuschauer fühle mich auch um meine Quality Time ein bisschen betrogen. 100% gebe ich ihr recht. Tolle Aussage. Also schön, dass auch Sonja und Jan das auch so sehen, dass dieses ganze Kim, Virginia und Mike Heiter Drama eigentlich allen auf den Sack geht und dass wir das eigentlich alles gar nicht sehen wollen. Sehr, sehr, sehr gut. Wow. Ich habe selber noch nicht gesehen. Ich schaue es mit euch gerade das auch das erste Mal. Sehr gut. Sonja, du hast ja 20 Jahre Dschungelerfahrung.
Worauf kommt es jetzt an, also auf diesen letzten Metern? Ja, ich glaube einfach, wir haben so viele unterschiedliche Dschungelkönige und Königinnen gehabt. Und ich persönlich möchte ihn jetzt auch nicht hypen, aber der Fabi ist so einer, der hat eine Meinung. Er ist aber nie böse. Er ist unterhaltsam. Er ist freundlich, er hat was zu erzählen. Es ist einfach auch sehr witzig, was er manchmal sagt, so ja, als Vertreter. Das ist ja halt so ein bisschen als Anwender. Ich nenne ihn immer der liebe, verdödelte Typ von nebenan. Der fasst alles so ein bisschen naiv auch und irgendwie auch süß zusammen und hat immer einen Kommentar, der so eine Situation auch total, auch gar nicht mal bewusst, aber wieder auflösen kann. So eine Spannung da im Pool. Und dann sagt er am Ende halt so, ja, Leute, ich mag den Pool. Der Pool ist schön. Ich habe heute Morgen auch gehört, wie er gesagt, heute wird ein schöner Tag. Und die Leila so, ja, hab schon Ei gelegt. Schön. Aber das beschreibt Fabio Kniet super, oder? Diese entspannte, leichtfüßige, freundliche Art. Also schön, dass auch Sonja und Jan ihn hier als Favorit sehen. Aber Heimweh und Hunger wird ja dennoch auch immer größer. Was glaubt ihr, wer kommt damit vielleicht besonders gut klar? Mit Heimweh und Hunger? Mhm. Ja, zum Beispiel der Fabio hat schon gesagt, hey, dieser Obelix, der hat gesagt, ich habe hier noch keinen Tag gehungert im Camp. Nee, und der geht, ich glaube, da kommen wir wieder zu dieser klassischen Thematik des Mindsets. Der denkt einfach gar nicht daran. Der weiß, irgendwann kann ich wieder futtern, wie ein Riesenbaby, und jetzt halt nicht. Und dann hört er mal auf, darüber zu reden. Also er lenkt sich, glaube ich, auch mit seinen Witzen und mit seiner Art einfach ab von diesem Thema Essen. Aber es gibt viele da, die nicht rumjammern und rumquengeln, wie zum Beispiel auch der Tim. Ja. Ich finde, der Tim, der wird immer mehr er selbst, wird viel, also wenn er diese total hyper Art ablegt, gefällt er mir persönlich sehr gut, ist aber trotzdem super unterhaltsam, unheimlich lieber, netter, aufgeschlossener, freundlicher Kerl, der an jedem auch was Gutes sieht. Der jammert auch nicht. Kann ich auch nur so unterstreichen. Ja. Und diese TikTok-Seite, die er halt eben hat, die kommt manchmal zum Vorschein, aber die gehört ja auch voll zu ihm und ist deswegen nicht unnatürlich. Also unnatürlich nicht, da gebe ich Jan und Sonja recht, ja. Ich habe es ja schon mal gesagt. Also ich finde auch, dass Tim eine gute Figur im Camp macht. Das, was mich nervt, ist so dieses Rumgesexe, ja, dass er alles so irgendwie sexualisiert und so. Das ist einfach das, was mich auch nervt als Zuschauer. Vielleicht ist er einfach so, dann sollte man ihn da auch nicht groß verändern oder so. Aber ich finde das echt gerade sehr gute Einschätzungen, wie hier auf unserem Kanal auch wirklich genauso oft auch gesagt wird. Ne? Vielleicht werden sich viele Zuschauer in diesem Interview sich jetzt wiedererkennen. Und Lucy ist natürlich auch die Hammer-Woman da, hier Superwoman, fliegt da durch das Camp, die auch nicht jammert. Nee. Ja, keine Jammerlappen. Keine Jammerlappen. Dann haben wir noch Mike und Leila. Was würdet ihr denn gerne ins Camp rufen? Traut euch oder lasst es sein? Bei Mike und Leila? Sollen die mal, was auch immer. Ist ja kein Dating-Format. Ja, also das Ding ist halt, vielleicht würde ja die Leila den Mike mal küssen wollen. Das ist ja auch okay, auch wenn es kein Dating-Format ist. Aber auch da wieder wegen Kim wird das nicht passieren. Irgendwie ist die Kim so ein bisschen, ja, die schränkt das so ein bisschen ein. Was? Nix. Die steht zwischen allen, habe ich gesagt. Also deswegen, die sollen machen, was sie denken. Also es ist auch nicht so, dass wir sagen, jetzt kommt Leute, warum knicken? Wollen wir auch nicht. Aber glaubt ihr, diese Kim-Krise ist jetzt mal so langsam überstanden? Oder wo brodelt es gerade noch so am meisten? Nee, Kim ist... Also heute haben wir es ja gesehen, sie wurde so ein bisschen von allen links liegen gelassen. Das hat sie, glaube ich, ein bisschen gewundert. Aber es ist halt nach wie vor derselbe Text die ganze Zeit. Und irgendwann ist der halt dann auch fertig erzählt. Da wollen die anderen auch nicht. Ja, nur sie merkt es halt nicht. Ja, wenn die mal sagen würde, guck mal, das Feuer brennt so schön. Dann wären alle schon so, wow, das hat sie nicht wirklich gesagt. Guck mal, Palm, wow. Also ich glaube, das wär so, würde der Sache gut tun. Ja, aber das Ding ist, vor allen Dingen auserzählt ist auch die Frage, was war denn die Erzählung? Ich weiß es immer noch nicht. Stimmt. Gab's da? Ja, das ist Tatsache so, ne? Kim erzählt viel ohne Inhalt. Das trifft es auf den Punkt gerade. Eine Geschichte? Ist noch Vorwort. Und dann haben wir noch unseren Heinzi. Oh. Wie erlebt ihr den denn? Wir als Zuschauer finden den ja mal toll. Ja, wir finden den auch toll. Ja. Ich glaube wirklich, dass er glaubt, er möchte unbedingt eine Dschungelprüfung machen. Er ist halt leider wirklich immer gesperrt. Aber der hält sich doch toll, auch wenn er sich die Namen nicht merken kann. Nee, er ist halt einfach der süße Heinz und dem tut das auch gut. Der blüht weiterhin irgendwie so ein bisschen auf. Er merkt auch, dass vielleicht Verzicht auf viele Dinge ihm generell ganz gut tut so. Und heute hatten wir ja dann den Generationenstreit, fast schon die Jüngste. Ein Vielleicht und Heinz als Vielleicht. Und dann hast du die beiden da gesehen. Und Heinz war, in seinen Augen habe ich schon gespürt, nee, der will noch nicht gehen. So, ne? Also ich muss sagen, dass Heinz eine ganz, ganz tolle Entwicklung im Dschungelcamp hat. Ja?
Ich war erstmal sehr, sehr skeptisch. Ja, der Krawall-Heinz, wo ich auch gesagt habe, oh, ob das alles so gut kommt und so. Ja, aber jetzt muss ich es wirklich revidieren. Also ich finde Heinz sehr sympathisch. Ja, er macht nicht so viel, das ist richtig. Er kann einfach nicht so viel machen. Ich finde es toll, wie die Camper sich um ihn kümmern, ob er an der Hand genommen wird, ob ihm der Rücken eingecremt wird, ob ihm die Sachen gewaschen werden, ob ihm einfach unterstützt wird, wenn er mitgenommen wird. Ich habe das Gefühl, er wird richtig toll in die Gruppe aufgenommen und integriert. Und das ist halt einfach ein Paradebeispiel für das Kümmern um ältere Menschen, was ja wirklich eine sehr, sehr, was leider ein hohes Gut geworden ist. Ja, welche Menschen sind denn noch umsichtig und achten auf die Menschen, die ein bisschen älter sind, die vielleicht wirklich ein bisschen Hilfe brauchen? Und das passiert im Camp wirklich toll. Und dafür liebe ich diese Heinz-Geschichte, weil man einfach noch mal sieht als gutes Vorbild, dass man Menschen, die es halt vielleicht inzwischen aufgrund eines Alters ein bisschen schwerer haben. Und dass Heinz da nicht in jede Dschungelprüfung kommt, ist für mich völlig in Ordnung, ja. Dass er da seine Zeit absitzt und was ich da schon alles gelesen habe, mein Gott, ich verstehe, dass Menschen sich, ja, dass Menschen sich darüber ärgern, aber lass doch den armen Mann in Ruhe, ja. Wir gucken mal weiter. Also, das ist, ja, aber wenn er gehen würde, würde er sich eigentlich auch wieder freuen. Ja, aber so ein weil er seine. Ich glaube, es macht ihn auch stolz, natürlich. Ich meine, Anja hat es gesagt, habe ich etwa weniger Anrufe als Heinz? Weißt du, Ja. so, Ja. ja. Na, jetzt haben wir noch eine Woche. Was oder wen würdet ihr denn jetzt gern noch irgendwie sehen? Was erwartet ihr euch? Naja, halt alle anderen mal. Ja, ist ja halt. Ich würde mir wirklich mehr. Wie gesagt, ich habe bei der Nachtwache von Fabi und Leila zugehört und das war so, die haben geplappert und das waren so viele schöne, unterschiedliche Themen. Natürlich auch mal Mike und Kim, aber so viele andere Sachen und die haben gelacht und einfach das ist so mal schön. Platz für Neues. Ich fand es auch Ja. schön bei der Dschungelprüfung von David und Lucy, dass das einfach mal auch eine Dschungelprüfung mit einfach ganz klassisch sportlichem Ehrgeiz war. Ja. Nicht mit, da ist nichts, geht nicht, kaputt, lass mal, sondern einfach Ich kann das nicht, ich will ganz nicht. straight durchgezogen, fertig, 10 Sterne, easy. Das war auch für uns so. Wir Ja. haben wirklich, die haben da rumgetanzt, das hat man dann rausgeschnitten bei uns, aber wir haben uns auch in die Arme genommen und haben gehüpft, weil wir gesagt haben, Endlich ja. mal. Ja. Das vielleicht ein bisschen mehr. Aber ich glaube, das kommt jetzt auch, weil jetzt ja auch alle mal drankommen könnten. Deswegen freue ich mich. Ich bin mir sicher, wir werden später, weil wir gehen ja immer hier nach dann zur Dschungelprüfung, dass wir Fabio sehen werden. Glaubst du? Ja. Ja, ich glaube auch. Ja, dann schauen wir mal, ob der Fabio so unser Favorit bleibt. Ich danke euch jedenfalls für eure Zeit. Ja, meine Lieben, das war eine kurze Zusammenfassung von Jan und Sonja. Ich wollte die euch unbedingt zeigen. Ich fand sie wirklich, wirklich interessant. Wenn ihr selber noch was sehen wollt, ich habe euch einen Link zu RTL Plus unter dem Video gemacht, da könnt ihr gucken, die Dschungelfolge oder die Stunde danach. Für mich heute sehr viele interessante Themen und ich freue mich richtig auf das 11 Uhr Video. Wir besprechen natürlich den Auszug von David Odonkor und seine komische Aussage über das Bekleiden der Frauen. Darüber müssen wir heute unbedingt sprechen und natürlich um 14 Uhr gucken wir auch noch einmal rein und natürlich nicht vergessen, heute Abend unser Livestream heute Abend um 21 Uhr zu Dennis Dschungel Talk. Ich glaube die 12. Ausgabe schon, also ich freue mich richtig auf euch, ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und um 11 Uhr kommen dann die aktuellen Dschungel-News, meine Lieben, macht es gut, tschüss.